Servus zu Barbecue aus Franken. Klappt das jedes Mal, wenn ich mir vornehme, ja, morgen machst du ein schönes Video und rennst am nächsten Tag? Irgendwie habe ich es momentan nicht so im Griff, aber ich habe was anderes im Griff. Hoffe ich zumindest. Das nächste Gericht. Wir machen heute eine schöne Touch-Oven-Geschichte, ein Schmorgericht, und zwar machen wir Rinderbeinscheiben aus dem Touch-Oven. Ja, dazu gibt es aber Vorbereitungen, die finden in der Küche statt, beziehungsweise fanden schon in der Küche statt. Ich habe die Sachen nämlich schon hinter mir stehen. Schaut euch das erst einmal an. Ich heize in der Zwischenzeit meinen Touch-Oven hoch und dann legen wir los hier am Grill. Für meine geschmorten Beinscheiben aus dem Touch-Oven brauchen wir Fleisch. Das liegt noch nicht auf dem Brett. Zeige ich euch aber gleich, weil da machen wir nämlich gleich weiter damit. Aber die restlichen Zutaten, da gehen wir erst einmal durch. Ich habe hier Tomatenmark, ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann habe ich ja, mehr oder weniger grob gehackte Zwiebeln. Dann zwei Lorbeerblätter. Ich habe Knoblauch gehackt, ein bisschen Thymian, Butterschmalzbraume zum Anbraten. Dann habe ich ein bisschen Weizenmehl, da müssen wir das Fleisch ein bisschen melieren, machen wir auch gleich. Und ich habe Karotten, ja, in Scheiben geschnitten. Und ich habe Dosentomaten, das sind so geschälte Tomaten, so ja, gestückelte Tomaten. Und ein bisschen an Rotwein, habe ich glaube ich schon gesagt, Tomatenmark. Ja, wir legen, wie gesagt, los mit dem Fleisch. Mengen übrigens, die findet ihr in dem PDF, das ihr ja, unter dem Video findet. Und klickt da einfach mal durch, schaut da mal rein. Da sind Mengenangaben, Zubereitung, ist da alles im Rezept zu finden. Druckt euch aus, könnt das noch machen. Ja, ich habe jetzt hier drei schöne Stücke Beinscheiben. Also richtig schön viel Fleisch dran. Wunderbar. Jetzt haben wir Beinscheiben außen meistens so eine Fettschicht. Also auch bei mir ist die natürlich dort dran. Also nicht bei mir, sondern bei mir ist eh Fettschicht dran. Nein, Quatsch, bei den Beinscheiben. Da empfiehlt es sich, dass wir die einfach ein bisschen einschneiden. Das hat einfach folgenden Hintergrund, dass beim Anbraten das Fleisch sich nicht so nach oben wölbt. Als nächstes salzen und pfeffern wir die ganze Geschichte einfach einmal. Das sind übrigens 1,7 Kilo Fleisch, die jetzt da liegen. Quietschemühle. Wenn ihr die nicht habt, die Quietschemühle, nehmt eure eigene. Rumdrehen. Und das Spiel wiederholen. Staube ich ein bisschen Mehl drüber. Und drehe den ganzen Spaß rum. Und auch von der anderen Seite. Was zu viel ist, wird einfach ein bisschen abgeklopft. Und dann geben wir das Ganze auf den Teller. Mit dem gehen wir jetzt zum Dutch Oven, aber erst mal mache ich mein Brett sauber. So, mein Dutch Oven wird schon langsam warm. Ich gebe mal Butterschmalz dazu. So, ich denke mal, Fett ist soweit, sprich mein Butterschmalz. Und ich brate jetzt einfach mal diese drei schönen Stücke an. Ja, ein bisschen heiß jetzt noch sein lassen, aber es wird. So, schauen wir mal, ob sich schon löst. Ja, sieht gut aus. Drehen wir es einmal rum. Was bei so einem Stück Fleisch natürlich richtig schön optimal ist, ist zum Beispiel, ihr habt den Knochen noch mit drin. In dem Knochen ist das Knochenmark. Das geht jetzt dann in die Soße über. Das ist extremst lecker. So, das erste Teil ist soweit. Nehmen wir raus. Auf den Teller. Ein bisschen Butterschmalz dazu. Na, geh rein. Und die anderen zwei sollten auf einmal reingehen. So, hier sieht man den Effekt, da habe ich nicht richtig eingeschnitten und schon wölbt sich das Fleisch hier. Ist nicht schlimm, aber ja, wird halt nicht schön gleichmäßig. Selber schuld, Sven. So, schauen wir mal. Geht schon weg? Ja, es geht weg. Das ist übrigens auch das, was ich so liebe an dieser Kocherei im Freien. Macht das mal in der Wohnung. Das geht sicher auch. Ihr habt aber das Problem, dass eure Wohnung 4 Wochen lang nach dem angebratenen riecht, was ja an sich ganz gut ist, aber ja,
zu lang halt nicht. So, das Fleisch kann jetzt raus, angeröstet genug. Jetzt gehen wir die Zwiebeln rein. Und auch gleich den Knoblauch. Die rösten wir jetzt einfach ein bisschen an. Und da holen wir auch schon den Bratensatz vom Boden ein bisschen weg. Und auch das gibt ja, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, richtig schön Geschmack in die Sache rein. Sprich in die spätere Soße. Die Karotten kommen dazu. Ich habe vorher etwas Tomatenmark mit rein und habe das auch mit angeschwitzt. Einfach, dass der Tomatengeschmack ein bisschen besser rauskommt. Ich verwende immer so dreifach konzentriertes Tomatenmark. Das ist ja meiner Meinung nach am besten für sowas geeignet. Und wie es halt so ist, Tomatenmark oder auch Gewürze ein bisschen damit anschwitzen, dann wird der Geschmack intensiver. Bloß nicht zu viel, sonst wird es bitteriger. Jetzt geben wir die Tomatenstücke dazu. Also sprich das Fruchtfleisch. Kurz unterrühren. Geben wir schon mal ein bisschen Gewürz dazu, sprich Pfeffer und Salz. Dann lösche ich das mit einem ordentlichen Schluck Rotwein ab und lasse den erst einmal ein bisschen reduzieren. Also glasieren und deglasieren. Dann habe ich schon ein bisschen was von dem Thymian mit reingeben. Und die zwei Lorbeerblätter. So, ich glaube, man sieht es, es ist schon ordentlich was weg von dem Rotwein, sprich der Alkohol ist verkocht, der Geschmack ist in der späteren Soße. Und das Spiel mache ich jetzt noch ein zweites Mal. So, ich denke, das passt soweit. Ich gebe meine Beinscheiben zurück rein in den Touchofen. Jetzt kommt was ich vorhin vergessen habe, mit aufs Brett zu stellen. Aber wie gesagt, ich brauche es ja, deswegen seht ihr es. Und im Rezept steht es ja auch, Braten vor. Und da gießen wir jetzt, ich sage mal so 500 Milliliter, dürfen da rein. Das ist jetzt ein so ein Glas. Und dann sollte das soweit eigentlich passen. Wir müssen gucken, dass das Fleisch einfach ein bisschen so in der Soße liegt. Diesen Flüssigkeitsstand, den wollen wir in etwa behalten, damit wir richtig schön Soße bekommen. Und wenn euch die Brühe nicht reicht, also sprich der Bratenfond, könnt ihr auch, ich sage mal Gemüsebrühe nehmen, Rinderbrühe nehmen, was immer ihr zu Hause habt. Ich habe noch ein zweites Glas Bratenfond in Reserve, macht sich immer gut. Und wie üblich ist bei mir natürlich alles in den Gasgrill wieder umgezogen. Wie gesagt, ich sage es immer wieder. Klar ist das mit den Kohlensachen schön und stilecht und so gehört sich's normalerweise auch in Anführungsstrichen. Aber letztendlich dem Gericht ist es wurscht, ob die Hitze jetzt von Kohlen herkommt oder vom Gasherd. Was anders ist es, wenn ihr natürlich irgendwas habt, wo eine Kruste oben haben soll. Da kommt ihr natürlich mit dem Gasgrill nicht ganz so weit. Da macht es natürlich Sinn, dementsprechend die Hitze von oben zu steuern, sprich über Kohlen. Aber bei Schmorgerichte, bitte Herrschaften, ohne Probleme in den Gasgrill. So, machen wir einen Deckel drauf und jetzt geben wir der ganzen Sache ein bisschen Zeit. Etwa 2,5 Stunden Flüssigkeitsstand im Auge behalten. Temperatur so 180 bis 200 Grad. 2,5 Stunden später schaut das Ganze so aus. Deckel auf. Jawohl. Ach, ich sag's euch, der Duft. Sensationell. Ich habe vor ungefähr einer Stunde nochmal so 200, 250 Milliliter Flüssigkeit nachgegossen, sprich in dem Fall Bratenfond. Und jetzt müssen wir die Soße versuchen. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas brauchen. Die Konsistenz, gefällt mir super. Da brauchst du nichts mehr eindicken. Also ich zumindest jetzt nicht mehr. Wenn es euch zu dünn ist, dann müsst ihr ein bisschen andicken. Ich würde eher sagen, die ist so knapp an der Grenze. Mehr brauchen wir gar nicht. Also dicker muss gar nicht sein. Der Geschmack erträumle. Oh, eine leichte Süße drin von den Karotten, von den Zwiebeln. Sensationell. Der Rotwein, klasse. Ich nehme eine Scheibe raus, richte den Teller an und habe versucht. Das war gar nicht so einfach, da eine Scheibe überhaupt rauszubekommen, ohne dass sie zerfällt. Aber am Teller ist sie schon mal. Ein bisschen was von der Soße drüber. Herrlich. Ist das nicht herrlich? Sensationell. Also ich denke mal, besser kann es gar nicht sein.
beiden Scheiben aus dem Touch-Ofen. Und also ein kleiner Tipp am Rande, gebt noch ein bisschen frisch geriebene Zitronenschale oben drüber. Bio-Zitrone selbstverständlich, keine gespritzten. Ihr werdet es lieben, so eine frische, ja, eine richtig frische Note gibt es dazu. Herrlich, ich liebe Schmorgerichte und ich sag's euch ganz ehrlich, gerade wenn so ein Wetter ist, da ist das wirklich eine ganz tolle Geschichte und da freust du dich drauf und das geht ja mehr oder weniger wie von selbst. Und jetzt kommt das Versuchen. Ach Gott, freue ich mich drauf. Herrlich. Butterweich. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal erzählt, von der Soße versuchen. Der Rotwein kommt ein bisschen schön durch. Die Tomaten sind richtig schön da. Die Soße ist an sich richtig schön geschmackig. Durch die Zwiebel ist es schön sämig geworden. Ganz toll das Fleisch. Butterweich und richtig lecker. Ja, und als Beilage, ganz ehrlich, bei uns heute frisch gebackenes. Also frisch gekauft, frisch ausgepackt, frisch gebacken. Backet halt. Ja, und damit werden wir jetzt mal die Soße probieren. Nochmal so richtig einen Schub dazu. Das passt am besten. Da brauchst du nichts anderes dazu. Ein wenig Salat, fertig. Ah. Ganz tolles Schmorgericht. Macht es das nach. Der Aufwand hält sich da wirklich in Grenzen. Es sind ja nicht so viele Zutaten. Ein gutes Fleisch, also schönes Fleisch. Und was ich vorhin schon gesagt habe, diese Soße durch dieses Knochenmark, was da noch mit drin ist. Richtig schön intensiv. Ganz tolle Geschichte. Macht's nach, Rezept findet ihr unten. Ich hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen. Und ja, wenn dem so wäre und ihr mögt, vielleicht wollt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da kommt das Logo von Barbecue aus Franken. Da könnt ihr draufklicken. Dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Würde mich riesig darüber freuen. Vergesst dann die Glocke nicht zu aktivieren. Dann kriegt ihr Infos, wenn es was Neues gibt. Normalerweise gibt es alle Mittwoch ein Video. Aber so ab und an gibt es mal ein kleines Sondervideo an den Wochenenden, Feiertagen, wie auch immer. Wenn es halt mal was zum Zeigen gibt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe ein schönes Abendessen oder wir haben ein schönes Abendessen. Und freue mich jetzt so richtig drauf. Schöner Salat haben wir dazu. Wie gesagt, unser Baguette, da passt es. Und so richtig schöne Hausmannskost ist es. Ja, ich bleibe euer Sven. Bis nächste Woche. Also bis dann. Tschüssi. Was bleibt mir jetzt noch? Wie üblich. Mein zweites Versuchele. Das zerfällt. Herrlich. Ich könnte jetzt noch weiter essen.